Andrea Ehmann und ich freuen uns, dass ihr wieder heute dabei seid. Wir haben euch heute, das seht ihr ja vielleicht schon ein bisschen, ganz viele Mittelmeerkrimis mitgebracht. Konkret, es geht um unsere Franzosen. Die französischen Krimis, die sind ja unglaublich beliebt. Es gibt ganz viele Serien. Viele unserer Leserinnen und Leser warten schon darauf, dass der neue Band rauskommt. Wir haben darum eine ganz neue Serie im Angebot. Die Serie ist von Maria Dries und spielt in der Normandie. Und in diesem ersten Band, der Kommissar von Barfleur, kommt der eigentliche Kommissar im Ruhestand, Philippe Lagarde, nach Barfleur in die Normandie. Und gleich geht's los mit einem Mord und er muss ermitteln. Es gibt ganz viele Bände von diesen von Maria Dries. Wir haben auch sehr viele da. Es gibt auch sehr viele davon als E-Book in der Online-Bibliothek und auch zum Anhören als E-Audio. Ideal auch für lange Autofahrten. Also diese neue Serie in der Normandie können wir ganz heiß empfehlen. Von der Normandie, ein Stückchen weiter die Küste entlang, sind wir in der Bretagne. Und ganz bestimmt kennen sehr viele von euch die Serie von Jean-Luc Banalek. Sind ja auch schon ganz viele von diesen Krimis verfilmt worden. Jean-Luc Banalek ist ja eigentlich ein Deutscher, heißt Jörg Borg, muss man auch wissen. Bretonische Idylle, dieser Band ist der Band 10 mit die Erlebnisse. Dieses Mal spielt es nicht an Land, sondern es spielt auf der Belle-Île, einer Insel vor der Bretagne im Mittelmeer. Die muss wirklich sehr schön sein, man kriegt richtig wieder Lust dahin zu fahren. Ein spannender Kriminalfall in keltischen Hinterlassenschaften mit keltischen Sagen. Es geht aber auch um einen ganz modernen einen Energiepark, Solarpark mit Windrädern vor der Küste. Und unser Kommissar muss auf dieser Insel zu seinen Leidwesen ermitteln, weil Fans von ihm wissen, also er wird furchtbar seekrank. Er hasst es, mit diesem Schiff zu fahren. Es geht natürlich wieder um bretonische Landschaft, um bretonische Geschichte, um bretonisches Essen. Aber ich muss sagen, vom 9. Band war ich ja so enttäuscht. Das war einzig ein, was weiß ich, Werbeprospekt von der Bretagne. Dieses Mal wird wieder reell ermittelt. Es wird spannend. Es gibt einen tollen Fall. Und daher können wir euch den 10. Fall von Jean-Luc Banalek, Bretonische Idylle, auch heiß empfehlen. Auch den gibt es in der Online-Bibliothek als E-Audio zum Anhören. Kann ich auch empfehlen. So, ich habe das neue Buch von Kai Rademacher, Schweigendes Le Bon. Es ermittelt wieder der Kapitän Roger Blanche. Ja, es ist Provence, es ist Frühling, es ist die Zeit der Mandelblüte. Herr Rademacher lebt die Mandelblüte, er beschreibt die Mandelblüte im Detail in sehr hoher Frequenz. Es geschieht ein Mord auf Le Beau. Auch Le Beau wird bis ins Detail beschrieben. Ja, man muss ein großer Liebhaber sein von Kai Rademacher. Es zieht sich. Also wenn man wirklich eine große Liebe hat zu detaillierter Beschreibung der Landschaft, ist dieses Buch perfekt. Sonst muss ich sagen, war ich dieses Mal sehr enttäuscht von dem Buch. Spannung ist schwierig, es ist ein sehr kompliziertes Konstrukt, es geht um einen Mandelbauer, um dessen Familie. Er kriegt dann irgendwann noch die Kurve, dass es ein bisschen spannend wird. Ich denke, es gibt viel spannendere Bücher von ihm, aber probiert's aus, vielleicht seid ihr total begeistert von seinem neuen Buch. Ich weiß es nicht. Tja, wenn ihr Spannung wollt, dann versucht doch mal hier. Von Remy Eisen. Verhängnisvolles Lavandur spielt auch in der Provence, genauer an der Côte d'Azur. Und wir machen da auf Urlaub. Also Le Lavandur ist ein wunderschöner Ferienort. Unser Held, der Gerichtsmediziner Leon Ritter, ein Deutscher, der schon sehr lange in der Provence jetzt lebt und dort Pathologe ist am Krankenhaus, bekommt es wieder mit einem ganz bösen Fall zu tun. Es geht um ermordete Kinder. Es gibt eine parallele Handlung und dann weiß man schon, es ist top aktuell, also Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche,
kam nicht nur in Deutschland vor. Es geht um mafiöse Verstrickungen, es geht um die Ausbeutung von Migranten. Und nebenbei, wer es weiß, die Tochter seiner Lebensgefährtin, der Kommissarin, die Lilou, ist mittlerweile 17 und auch da gibt es pubertäre Verwicklungen. Also es ist alles drin. Mir hat es super gut gefallen. Also dieses Mal war es richtig spannend. Nicht ganz so spannend, aber auch an der Côte d'Azur spielt Madame le Commissaire und die panische Diva von Pierre Martin. Auch dieses Buch lebt vom Lokalkolorit. Es wird gegessen, getrunken, die provenzalische Küste wird beschrieben. Dieses Mal gibt es noch eine Sängerin, eine internationale Sängerin, die bedroht wird von einem Stalker. Am Anfang nimmt man es nicht ganz ernst, aber dann kommt es zu Mordfällen. Ich fand das Ende dann auch nochmal richtig spannend. Und Madame le Commissaire ermittelt jetzt auch zum ersten Mal in Paris. Also, wenn ihr provenzalische Krimis liebt, auch der ein echter Tipp. Die ganze Serie natürlich. Ihr findet bei uns alle diese Bücher. Ihr findet sie auch als E-Book und als E-Audio in der Online-Bibliothek. Wir haben eine neue Serie entdeckt. Sie spielt in Irland. Hannah O'Brien hat diese Serie entwickelt. Irische Verhältnisse. Das irische Verhängnis ist ihr erstes Buch. Wir haben, ich meine, 4 oder 5 Bände. Es ist eine Polizistin, die ermittelt. Sie ermittelt in Galway. Eine Studentin wird ermordet. Es hört sich wirklich richtig spannend an. Also für alle Irland-Fans, irische Verhängnisse. Und natürlich die folgenden Bücher, die haben wir auch alle als Buch bei uns in der Bücherei. Ein zweites Buch ist wirklich heute Morgen bei uns noch eingetroffen von Kate Penrose. Tiefrot tanzen die Schatten. Es spielt auf den Skilly-Inseln. Der Kommissar ermittelt. Es ist eine skurrile Gestalt, der Kommissar. So ganz viel können wir noch nicht darüber sagen. Leiht euch einfach das Buch aus, probiert es aus. Wir sind auch schon gespannt, wie sich der Kommissar auf den Skilly-Inseln schlägt. Das Buch steht neu auf der Spiegel-Bestsellerliste, also Spannung sollte garantiert sein. Testet es. Als letztes ein Klassiker, er kam auch schon letztes Jahr raus, aber bei den Frankreich-Krimis darf Martin Walker nicht fehlen. Im Périgord wird gegessen, es wird getrunken, es wird gereist, es gibt viel Kultur und es gibt politische Verwicklungen. Manchmal fast ein bisschen viel bei Martin Walker. Dieses Mal fand ich es aber sehr gelungen, die Mischung. Es geht um russische Oligarchen, es geht um Weingüter, die massenhaft aufgekauft werden. Lasst euch überraschen, es geht natürlich auch um seine privaten Beziehungen. Also Bruno, Chef de Police, erlebt wieder allerhand Abenteuer und ich finde dieses Mal sehr gelungen. So, wenn ihr Lust habt auf noch mehr Urlaubskrimis, auch aus anderen Ländern, es gibt tolle aus Italien, zum Beispiel von Capri, dann schreibt uns unten in die Kommentare, was ihr gerne von uns hören wollt. Schenkt uns einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, dann werdet ihr immer über neue Videos benachrichtigt. Tschüss, bis dann!